Geschwindigkeitsrekorde müssen gebrochen werden. Einige außergewöhnliche Autos sind dazu in der Lage, mit Motoren, die über eine gewaltige Anzahl an PS verfügen. Diese Straßenraketen können die Zielflagge vor ihrer Konkurrenz erreichen, wenn die Fahrer wissen, wann sie diese Stärke am besten nutzen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Motorsport. Und wir sind hier in der Prestige-Tour maximale Geschwindigkeit. Und ihr habt es schon im Titel gesehen, natürlich fahren wir wieder einen Lambo. Wir sind in unserer Lambo-Reihe. Ich weiß noch gar nicht, was ihr zu diesem Zeitpunkt hier schon alles gesehen habt und nicht gesehen habt. Vielleicht gehe ich auf das eine oder andere ein, greife da irgendwas auf. Vielleicht habt ihr das auch noch nicht gesehen. Dann befinden wir uns in der Zeitblase. Und vielleicht habt ihr auch schon alles gesehen. Das kommt ganz zum Schluss. Ich weiß es nicht. Das sehen wir dann. Aber für dieses Video würde ich sagen, wir gehen da erstmal rein in das erste Rennen. Und damit starten wir in das erste Rennen mit dem Lambo Sian. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, wie ihr seht, ich habe mal ganz, ganz kurz angetestet. Aber ich bin mir noch überhaupt nicht schlüssig, was ich von halten soll. Auf jeden Fall ist er nicht langsam, so viel kann ich schon mal sagen. Ich nehme schon mal vorweg, er ist auch nicht leicht. Ja, was heißt nicht leicht? Wir sind hier mit 1892 Kilo unterwegs. Das ist schon heftig. Wir befinden uns hier in einem Supersportwagen, der also knapp an die 2 Tonnen kommt. Also gut, fehlt noch ein bisschen was, aber ich meine Supersportwagen. 1892 Kilo. Hallo. Also wenn das keine dicke Kuh ist, dann weiß ich alles. Aber wo kommt das Gewicht denn her? Ja. Erster Grund, wir haben hier einen großen V12 drin mit 6,5 Liter Hubraum. Schon mal nicht die leichteste Motorvariante. Und dann ist das Ganze noch mit Hybridtechnik. Also, ja, also ein bisschen Strom, Akku drin, was das Ganze nun natürlich auch nicht leichter macht. Und wir haben hier ein E-Turbolader drin tatsächlich. Das ist der erste Supersportwagen, der das so verbaut hat, zumindest laut Aussage von Lambo, beziehungsweise Aussage von Lambo ist sogar der erste Supersportwagen mit einem V12 Hybrid-System generell. Oh, hier habe ich gerade arg spät gebremst. Entweder habe ich spät gebremst oder die Bremsen sind einfach schlecht. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, denn wir sind so an dem ersten Punkt, was mir jetzt hier schon auffällt. Oder schneiden wir kurz an. Ich finde die Bremsen nicht gut. Generell Kurve vielleicht auch. Also, ja, die Reifen. Gut, das kann aber auch ein Nebeneffekt sein, dass es halt eine dicke Kuh ist. Okay, komm. Es ist einfach eine dicke Kuh. Also, ja. Es ist ein schönes Auto optisch, aber eine dicke Kuh. Also merken wir uns fürs Protokoll, dicke Kühe können auch hübsch sein. Obwohl, Lambo, Stier. Es ist ein dicker Stier. Also ein dicker Bulle. So, naja gut. Kuh, Bulle. Das Tier war schon mal richtig, das Geschlecht noch nicht. Ja, aber genug Wortwitze versucht zu machen. Kommen wir zurück zum Fahrzeug. Mit dieser ganzen Technik, die Lambo hier drin hat, sind sie auf 818 PS gekommen, was ja nun auch nicht wenig ist, kann man ja auch mal so sagen. Aber wir bewegen halt auch, ne, 1892 Kilo, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt in der kurzen Zeit. Das ist auch definitiv was, was ich an diesem Auto auszusetzen habe. Ist halt wirklich schwer wie Sau. Merkt man hier in jeder Kurve, merkt man am Anbremsen, am Beschleunigen, also hier muss
definitiv Gewicht raus. Ja, was werden wir die nächsten Rennen sehen? Was habe ich generell mit diesem Auto vor? Ich werde dieses Auto nach dem Rennen, also jetzt sind wir wohlgemerkt komplett Serie wieder. Und nach diesem Rennen werde ich das Auto komplett hochfahren. Ich glaube, bei dem Auto müssen wir auch komplett hochfahren. Sprich Level 50, damit wir hier genug K-Punkte haben. Denn wir können in dieser Serie, die wir hier gerade fahren, bis 998 gehen. Ob wir den da hinkriegen, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber genau deswegen fahre ich ihn quasi hoch. Oder ja, zumindest so, dass ich ihn komplett aufbauen kann, dass ich weiß, wo wir hinterher landen. LI-technisch zumindest, also ohne Einstellung und so, was wir maximal kriegen. Und dann gucke ich, wie wir die Abstufung machen für die nächsten Rennen, dass wir uns quasi das Auto so langsam aber sicher aufbauen. Wenn es möglich wäre, dass wir auf 998 gehen, würde ich sagen, wir gehen erst auf 900 oder bis 900 in dieser Folge. Und in der nächsten Folge dann auf 998. Ja, genau. Wir haben nämlich hier 5 Rennen, das heißt, dieses Fahrzeug kriegt 2 Folgen. Und wenn es das Fahrzeug hier nicht verdient hat, ja, dann weiß ich nicht, welches sonst. Weil zumindest optisch sieht da echt gut aus. Die technischen Daten, so von den Zahlen, Daten, Fakten, hören sich eigentlich auch nicht schlecht an, bis auf das Gewicht. Ihr seht es auch, die Reifen werden da gleich rot. Das ist, da sind die Reifen definitiv überfordert. Hier muss, also ich glaube, im nächsten Rennen wird er keine 1892 Kilo mehr wiegen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Dass das erste sein wird, wo ich rangehe. Ich meine, wir haben auch rein theoretisch pro Rennen 50 LI zur Verfügung, falls wir ihn wirklich komplett aufbauen können. Da sollte Gewicht schon beim ersten Mal wegfliegen. Und danach vielleicht reifen. Und dann gucken wir mal, wie er sich dann fährt. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich glaube, wenn wir hier ein bisschen Gewicht raus haben, weiß nicht, auf was wir ihn kriegen. Mit dem Gewicht wird er hinterher wahrscheinlich immer noch schwer sein. Ich rechne mal so mit 1690, also knapp unter 1,7 Tonnen, 1,7 Tonnen. Ja, aber ihr wisst es in einem Augenblick. Ich muss ein bisschen dafür tun. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. Da sind wir schon im nächsten Rennen. Ging ja richtig schnell. Also für euch zumindest. Für mich steckt hierbei schon doch noch ein bisschen mehr Arbeit hinter. Ihr seht schon, der Wagen ist jetzt Level 40, das hat tatsächlich gereicht. Ich muss die nicht ganz hochfahren. Und ja, ein paar Infos muss man auch erstmal rausfinden, ein bisschen recherchieren. Und wenn ihr das ein bisschen belohnen wollt, dann drückt gerne mal den Daumen nach oben. So als kleine Belohnung. Würde ich mich echt drüber freuen. Aber kommen wir erstmal zum Auto, zum Lamborghini Sian FKP 37. Und wer sich fragt, wie dieser Name zustande kommt, der muss sich noch ein bisschen gedulden. Da kommen wir auch gleich zu. Ich kann euch aber schon mal so viel sagen, das hat einen ganz bestimmten Grund. Und wir sind hier in einem absolut limitierten Sondermodell. 63 Stück wurden gebaut und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum dieses Fahrzeug innerhalb von 4 Jahren seinen Wert mehr als verdoppelt hat. Und wir sprechen hier von einem Basiswert oder Basiskaufpreis damals 2019 von 2,2 Millionen Euro. Und ja, ihr habt es im Titel schon gesehen, beziehungsweise im Thumbnail. 4,5 Millionen ist dieser Wagen jetzt wert. Eine enorme Wertsteigerung in 4 Jahren.
Ja, da wäre man doch schlau gewesen, wenn man sich den damals gekauft hätte, wenn man die 2,2 Millionen gehabt hätte. Ja, aber selbst wenn man die gehabt hätte und selbst wenn man ihn hätte kaufen wollen, so einfach gab es dieses Auto nicht. Denn hier hat sich nicht der Käufer das Auto ausgesucht, sondern Lamborghini hat die Kunden ausgesucht, die die Ehre haben durften, dieses Fahrzeug käuflich zu erwerben und ihr eigen nennen zu können. Ist auch gar nicht so einfach gewesen und ist auch in Anführungsstrichen etwas überwacht. Also dieses Fahrzeug durfte erst nach einer gewissen Zeit dann wieder verkauft werden, was wahrscheinlich echt wenige tun werden, aber es gibt immer mal wieder einen oder so, der irgendwo verkauft wird. Aber das Ganze musste erst eine geraume Zeit warten, denn sonst wäre man von dieser exklusiven Liste bei Lambo runtergeflogen und hätte wahrscheinlich nie wieder irgendein Lambo bekommen. Denn das hätte Lambo dann doch sehr persönlich genommen. Ja, aber kommen wir mal zu dem Namen. Cyan steht für der Blitz und FKP 37 ergibt so ja nun mal überhaupt gar keinen Sinn. Zumindest auf dem ersten Blick. Es steht aber tatsächlich für Ferdinand Karl Piech, also FKP, seine Initialen, und 37 sein Geburtsjahr. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, was muss ich tun, damit ein Lambo nach mir benannt wird? Ja, ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Denn die Nummer ist durch. Ferdinand Karl Piech war zu seiner Zeit Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und war damals maßgeblich daran beteiligt, dass Audi Lamborghini aufgekauft hat oder übernommen hat. Also ist ja immer noch eine... Nee, ist keine eigenständige Marke mehr, die gehören schon zusammen. Ist schon richtig so. Und ja, von daher hat er es geschafft, dass Lambo ihn so verehrt und das Auto nach ihm benannt hat. Allerdings auch erst 2019. Und warum ausgerechnet 2019? Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. 37 geboren, 2019 gestorben. Und aufgrund dessen hat Lambo halt dieses Fahrzeug ihm zu Ehren bauen lassen. Und nicht genug, dass sie seine Initialen in den Fahrzeugnamen mit einbauen, sein Geburtsjahr mit einbauen. Nein, sie haben auch nur noch 63 Stück von hergestellt, habe ich vorhin schon mal gesagt. Vielleicht habt ihr euch kurz gefragt, warum 63 und seid nicht drauf gekommen. Vielleicht weiß es der eine oder andere auch. 63 steht für das Gründungsjahr von Lamborghini und deswegen wurden von dem P 63 Stück hergestellt. Es gibt tatsächlich auch noch eine Roadster-Variante von dem Lamborghini Cyan FKP 37. Von dem wurden 19 Stück hergestellt, sodass man unterm Strich auf 1963 kommt und somit wieder das Gründungsjahr hat. Also wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt und dann beide Autos nebeneinander sieht, ergibt das alles Sinn. Und ist schon echt cool, das alles sich so anzueignen, muss ich mal sagen, macht echt Spaß. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze auch, wenn ich das euch so sage und ihr da vielleicht ein paar Infos bekommt, die man so vielleicht nicht wusste. Vielleicht wusstet ihr die einen oder anderen auch schon. Aber ich hoffe, dass ich da so Infos rausgepickt habe, die vielleicht jetzt nicht jeder so auf dem Silbertablett serviert und das doch ganz interessant verpacke. Ja, kommen wir nochmal dazu, was ich hier mit dem Auto gemacht habe. Ihr merkt schon, er rutscht immer noch ein bisschen. Und ihr seht unten rechts, wir haben Softreifen drauf.
Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht Gewicht und Rennreifen drauf gemacht haben. Genau, ist richtig. Denn ich habe nicht das gemacht, was ich wollte und erst das Gewicht rausgenommen. Denn das heben wir uns für die nächste Folge auf. Aktuell haben wir die Rennreifen drauf gemacht und die Reifen vorne und hinten breiter gemacht. Und in der nächsten Folge, da gehen wir ans Gewicht. Und kleiner Teaser schon mal, wir werden auch ein Biturbo einbauen. Sprich, wir haben in der nächsten Folge ein Lamborghini Sian FKPS Superleggera Biturbo oder Biturbo Superleggera. Ja, müsste man mal gucken, denn Supergelera steht ja für super leicht. Und das werden wir hier umsetzen und versuchen, dass wir in der nächsten Folge echt einen richtig schönen Vollaufbau hinkriegen. Zumindest klassentechnisch sinnvoll. Wenn du das nicht verpassen willst und meinst, dass sich das echt interessant anhört, dann kannst du gerne ein Abo dalassen, denn dann verpasst du das auf jeden Fall nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch mit dem Abo belohnt und da den Mehrwert drin seht. Und von daher würde ich sagen, war es das jetzt für diese Folge. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!